In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Kennzeichenhalter, den originalen Yamaha-Kennzeichenhalter an die Tracer 100 baut. Und dafür wäre es gut, wenn man ein paar Sachen hat, und zwar ein paar Lötverbinder. Was ich eigentlich für wichtig halte, sind Ersatzstecker, damit man den eigentlichen Kabelbaum nicht zerschnibbeln muss. Also die sind dann, finde ich, schon wichtig, dass man die hat, damit man das wieder 100% zurückbauen kann. Also, dass man dann halt keine Veränderungen am Motorrad vornehmen muss, die dann dauerhaft sind. So mit den Dingern kann man das immer wieder so zurückbauen, wie es dann war. Isolierband ist nicht schlecht und Schrumpfschläuche, dass man das auch zur Hand hat. Das ist auch nicht verkehrt. So, und dann zeige ich euch, wie man das Ding anbaut. Es gibt zwei Möglichkeiten bei dem. Einmal so, dass man noch die Koffer benutzen kann mit dieser Verlängerung. Und dann einmal ohne Verlängerung. Dann sind die Blinker zwischen den Koffern und das geht dann nicht mehr. Das sind so die zwei Optionen, die man mit dem Kennzeichenhalter hat. Der Stecker passt hier nicht rein, deswegen den als erstes hier durchstecken und dann verlöten.
Ich habe vergessen, den Spritzschutz zu montieren. Den kann man nämlich hier noch dran machen. An den Schrauben hier, an den Beinen. Der muss noch dran. Jetzt kann man nur sehen, dass der Spritzschutz schützt. Aber ich würde hier trotzdem noch irgendwas dran machen, so eine Gummitülle oder sowas, damit hier keine Feuchtigkeit reinkommt von dieser Öffnung hier. Und die Kabel sind ordentlich verlegt.